Ich freue mich riesig auf morgen. Das Hummeressen ist das Beste am ganzen Festival. Oh nein, Cody. Die Wissenschaftsparade ist das Beste. Und da besonders der Wagen meines Vaters, auf dem ich, wie du sicher weißt, mitfahren darf. Frankie, es heißt aber Hummer- und Wissenschaftsfestival. Und das bedeutet, die Wissenschaft steht an zweiter Stelle. Wenn du meinst, dann ruf das nächste Mal, wenn dein Computer kaputt ist, einen Hummer an. Hi Frankie, hi Sohn. Hältst du das mal bitte? Wir sind mit dem Aufblasen des Paradeballons fast fertig. Ich habe den größten für zuletzt aufgespart. Cody, hast du Frankie das mit dir und den Bots schon erzählt? Ich darf nämlich auch in der Parade mitfahren. Die Rescue-Bots sind die Ehrengäste. Roboter? Na Wahnsinn. Griffin Rock hat davon jede Menge. Chase, Transformation und Rettung. Tut mir leid. Hilfe! Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescue Bots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue Bots helfen und retten. Rescue Bots. Ihr Lenker ist Cody, der mutige Held. Die Rescue Bots retten täglich die Welt. Rescue Bots helfen und retten. Rescue Bots. Invasion der Kostentiere. Hilfe! Rescue Bots, auf zum Einsatz! Kommt! Versuchen Sie, Ihr Bein vom Seil zu befreien! Heatwave, fahr mal deine Leiter aus. Dachte ich mir schon. Immer das Gleiche. Sei vorsichtig. Um dich herum sind Menschen. Heatwave, klettern! Ja, Meister. Um Himmels Willen, jetzt fährt die Leiter hoch. Sei vorsichtig, Daddy! Mir geht's gut, Fred! Langsam jetzt, ein bisschen weiter runter. Und? Ich hab ihn! Tut mir leid, dass ich dich so erschreckt habe, Liebling. Und auch, dass ich mich so erschreckt habe. Es geht mir aber gut. Und das dank dir, Kate. Entschuldigung, ich glaube, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Nee, danke nochmal. Cody, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, mit den Bots nochmal zu üben. Sie scheinen vergessen zu haben, wie sich ein irdischer Roboter verhält. Und wenn uns morgen alle beobachten... Ich kümmere mich drum, Dad. Okay, Jungs, denkt dran. Wenn außer meiner Familie noch jemand anders anwesend ist, dann müsst ihr so tun, als wärt ihr Roboter. Sprecht mir nach.
Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Hey, wo ist Heatwave? Er braucht diese Übungsstunde am nötigsten. Keine Ahnung. Also was er da gestern gemacht hat, das war nicht gut. Keine Gefühle. Und ihr dürft auf nichts reagieren, außer wir sagen es euch. Boulder! Oh, Entschuldigung. Aber es gibt so viel zu sehen. Das wird meine erste Parade. Ich will alles mitkriegen. Denkt, es wäre ein Spiel. Simon sagt, rechts um. Simon sagt, hebt den linken Arm. Links um. Simon hat die letzte Bewegung nicht angeordnet. Richtig, Chase. Denkt daran, bei der Parade dürft ihr nur das machen, was eure Anführer euch sagen. Und das ist genau der Grund, warum ich nicht hingehe. So tun, als wäre man eine Maschine und immer den Menschen gehorchen, die dann die Anerkennung kriegen. Na, da bleibe ich doch lieber zu Hause. Heatwave, hör zu. Ich verstehe dich ja. Mein Bruder Kate ist nicht gerade bescheiden. Aber denk doch mal an all die Kinder, die dich lieben und auf ein Feuerwehrauto klettern wollen. Davon rede ich ja. Was haben Menschenkinder eigentlich immer an ihren Fingern? Wenn sie auf einem rumgeklettert sind, ist man noch tagelang klebrig. Heatwave, du hast doch die Plakate im Büro des Chiefs gesehen. Oh, meinst du das mit dem Kätzchen, das von einem Ast herunterhängt? Nein, das, wo drauf steht, Egoisten passen nicht in ein Team. Wir sind alle Teil der Rescue-Bot-Einheit. Wir müssen zusammenhalten. Ihr Rescue-Bots seid mein Team. Die Menschen sind nur meine Mission. Nimm's nicht persönlich, Cody. Festivalzeit. Wir fahren im Fahrzeugmodus hin, dann verwandelt ihr euch und marschiert mit. Wir dürfen mitmarschieren? Das wird sicher großartig. Notrufumleitung an. Die hat die Roboterstimme aber wirklich drauf. Worauf warten wir denn noch? Auf geht's! Ich versuch's ja. Irgendwas muss mit meiner Zündung nicht stimmen. Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Tu ich doch. Es funktioniert nicht. Gut, dann kann ich die Parade genießen, ohne mir Sorgen um einen schlecht gelaunten Bot machen zu müssen. Die Leute werden sicher enttäuscht sein. Du weißt doch, wie gern die Kleinen auf ein Feuerwehrauto klettern. Sieh doch mal. Wartet hier. Cody, sieh dir das mal an. Dads neueste Erfindung. Ich nenne es Flotium. Nach dem Ärger gestern Abend ist mir Folgendes klar geworden. Wir brauchen synthetisiertes, kontrollierbares Helium. Siehst du? Ein Ballon mit altem Helium? Weg auf Nimmerwiedersehen. Doch mit Flotium? Voila! Kein Ballon fliegt mehr weg. Keine unglücklichen Kinder und ich muss nicht mehr kopfüber an einem Ballon hängend um mein Leben fürchten. Das ist ja so cool. Die Paradeballons sind schon mit Flotium gefüllt, siehst du? Cody, die Show fängt an. Einfach großartig. Da verpasst Heatwave aber richtig was. Das ist zweifellos das größte und beste Hummer- und Technikfestival aller Zeiten. Da läuft einem nur vom Sehen schon das Wasser im Munde zusammen. Und sehen Sie sich nur die Farben dieser... Ich meine, sehen Sie sich diese Hummerspitze an. Die können ohne mich nicht mal geradeaus laufen. Aber sind das nicht für gewöhnlich 4 Rescue-Bots? Fehlt da nicht einer? Nun ja, die Menge scheint ihn nicht zu vermissen. Oh.
Entschuldigung, ich hätte gern den Hummer da drüben, bitte. Entschuldigung, Frankie, ich möchte jetzt endlich einen Hummer essen. Wow! Vielleicht sind diese Hummer doch der beste Teil des Festivals. Hummer, die fliegen können? Ich hab ja noch nie gesehen. Schön, das aussieht. Dad! Flummer! Wovon redest du, Cody? Fliegende Hummer. Sieh nur. Ja, es hätte auch viel schlimmer kommen können. Können wir irgendwie helfen? Ihr bleibt fürs Erste hier. Als Roboter. Ich verstehe das gar nicht. Oh, ja. Das ist ja. Vielen Dank. Ja, komm, lauf nicht so weit weg, ja? Die Hummer müssen das Flotium aufgenommen haben. Ich wusste nicht, dass es sich auch auf lebendes Gewebe auswirkt. Das ist ja sogar noch besser als meine Aufsprühhosen. Aber dieses Flotium wird doch seine Wirkung verlieren, richtig, Doc? Es wird sich verflüchtigen, wie Helium. Das Flotium wurde so konzipiert, dass es die ganze Parade überhält, plus der Zeit, die alle brauchen, um ihre Balance nach Hause zu bringen. Geteilt durch die Halbwertszeit des Heliumatoms. Die 2 Tage. 2 Tage? Fliegende Hummer für 2 Tage. Flummer, Dad! Die Flummer werden also 2 Tage in Griffin Rock herumfliegen? Ganz genau! Eine Invasion der Krustentiere. Das könnte etwas anstrengend werden. Vielleicht habe ich ja eine Lösung. Ich muss in mein Labor. Kann ich hier bleiben, Dad? Diese Flummer sind lustig. Aber sei bitte vorsichtig. Ein wirklich guter Rat. Diese Dinge haben Scheren. Oh, hey, pass doch auf, du blöde fliegende Knackschere. Als ihr Bürgermeister betrachte ich mich sozusagen als Vater unserer Griffin Rock Familie. Also kommen Sie alle her, die ganze Familie. Genießen Sie die tolle Technik. Genießen Sie ein bisschen von... Tja, da haben wir es. Sie haben es gerade gesehen, meine Damen und Herren. Unsere Stadt wird angegriffen. Rettet eure Kinder, bewacht euren Besitz und macht Wasser heiß. Das können wir ja später rausschneiden, oder? Komm her, du kleines, köstliches Krustentier. Komm, Schatz, wir gehen. Danny, wir brauchen Blades. Wir brauchen alle Bots. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich das noch ertragen kann. Blades Transformation! Mit dem größten Vergnügen. Ganz vorsichtig. Ihr könnt fliegen, aber ihr könnt euch nicht verstecken. Hier unten ist alles fertig. Okay, dann werden wir mal die nächste Ladung holen. Eins muss ich dir lassen, Kleiner. Das war wirklich eine gute Idee. Vielleicht. Aber wenn wir nur eine Falle nehmen, dann dauert das ja eine Ewigkeit. Ja, Mr. Murphy, wir wissen das mit den Hummern. Denken Sie, dass Sie momentan in Gefahr sind? Bleiben Sie dran. Cody, ich leite die Notrufe an den Kommunikator weiter. Halte Kontakt mit uns. Wir kriegen viel zu tun. Die Leute drehen langsam durch. Hier spricht die Polizei. Halten Sie Ihre Arme vor den Kopf und...
wirst du verreuen, du dummer Hummer! Hau ab! Ich rufe alle Einheiten. Ecke. Lake und Arsenal. Der Bürgermeister wird angegriffen. Wir sind gleich da. Na, na, na los! Verschwindet! Weißt du nicht, wer ich bin? Moment mal! Warte! Wow, wow! Vielen Dank, Boulder. Jetzt lass den Bürgermeister wieder runter. Und, ich hab das gefunden. Oh. Wäre gut, wenn Heatwave hier wäre. Genau, das finde ich auch. Heatwave, ich weiß, du kannst mich hören. Komm hierher, du Elender! Kate, das bringt doch nichts. Oh. Hallo? Heatwave, kannst du mich hören? Es wäre sehr nett von dir, wenn du dein verdammt... Kate! Hey, wo ist denn nur Frankie? Das ist die letzte Warnung. Wenn ihr noch näher kommt, ihr... Dann schmier ich euch mit Butter ein. Notrufzentrale? Cody! Ich bin drüben hinter der Bibliothek. Frankie, kann ich dich zurückrufen? Wir haben hier nämlich ein kleines Problem. Ihr habt ein kleines Problem? Ich glaube, diese Viecher haben noch nicht gefrühstückt. Frankie, die wollen nicht dich fressen. Es ist deine Jacke. Was? Der Seestern da auf deiner Jacke. Die Flummer denken vielleicht, der wäre echt. Und Hummer lieben Seesterne. Du hast recht. Aber trotzdem sitze ich in der Falle. Halte durch. An alle Rescue-Bots. An alle Rescue-Bots. Meint ihr, ihr könntet mir Angst einjagen? Dann müsst ihr euch aber was Besseres einfallen lassen. Na gut, ich nehm's zurück. Hast du es endlich geschafft, deinen Motor zum Laufen zu bringen, hä? Nur weil ich keine Paraden mag, heißt das noch lange nicht, dass ich meinen Job nicht mache. Die Rescue-Bots sind keine Egoisten. Trotzdem, Teamgeist geht anders. Ich meine ja nur... Cody, ich bin dir was schuldig. Und ich danke dir. Scheint, als wärst du ein Held, Heatwave. Ich tue nur meine Pflicht. Leute, können wir die Danksagung so lange verschieben, bis wir die Teile endlich losgeworden sind? An alle Mitglieder des Rettungsteams bitte auf dem Marktplatz einfinden. Doc hat etwas. Ich habe gerade eine neue destabilisierende Mischung synthetisiert, die wir in das Hummerbecken pumpen werden. Und diese wird das Flotium dann sofort aus dem Wasser ziehen. Dann wird das Flotium in die Atmosphäre entweichen, ohne Schaden anzurichten. Und das Wasser wird wieder ganz normal. Seht ihr? Also die Hummer im Becken geben jetzt Ruhe. Aber was ist mit denen, die immer noch durch die Stadt fliegen? Ausgezeichnete Frage. Also, wir sprühen die Extraktionsmischung direkt auf die Flummer. Aber ich hatte nur Zeit, eine begrenzte Menge zu mischen. Deshalb werden wir die Flummer zusammentreiben müssen. Und wie sollen wir das machen? Wir haben es schon versucht, aber das ist wie Flöhe hüten. Ja, und sie scheinen sich auch vor nichts zu fürchten. Jeder fürchtet sich vor irgendetwas. Okay, dann wollen wir mal ein paar Flummer erschrecken. Es funktioniert, Dad. Ist Chase auch startbereit? Hier ist alles vorbereitet. Na dann mal los!
Snoopy, das ist genau der, den ich haben wollte. Hey, schön, Sie zu sehen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich brauche Ihre Stimme. Wir, oh, Sie. Wer hat Appetit auf leckeren Hummer? Oh, nein, nicht. Nein, danke. Der ist mir gründlich vergangen. Oh, wenn alle Paraden so sind, dann kann ich die nächste kaum erwarten. Euer Planet hält reichlich Überraschungen bereit. Was findest du so komisch? Ich habe es gerade kapiert. Das mit den Flummern, weil sie fliegen und sie sind... Schon gut, vergesst es. Wisst ihr, von all den seltsamen Dingen, die wir heute gesehen haben, ist das da das Allerseltsamste. Bitte, Kumpel,